Ich hab da schon die ganzen Kabel abgerissen. Das muss raus. Der Mist muss raus. Da hängt der ganze Rotz drin. Kann man es erkennen? Ich habe mir hier jetzt den Draht rumgewickelt vom Kabel. Das ist natürlich auch gut. Alles, was kleiner macht, ist in Ordnung. Und ich muss jetzt das Ganze jetzt halt nur wieder abwickeln irgendwie oder runterkriegen aus meinem plattgeklopften. Und dann scheint das zu funktionieren. Vergessen, die Kamera einzuschalten. Geht also so weit. Boah. Uiuiui. So, und wie man sieht, wenn ich hier hingehe, da, wenn ich da hingehe, da haben wir eine Überlappung, das heißt durchgebürstet und sauber. Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser, gut, viel besser. Ein ganz schöner Akt. Nur um dieses Gedönse so weit zu bringen, die Kabel wieder loszulassen und vorzubereiten, dass die neuen Kabel rein können. Ja. Ein ganz schöner Akt. 1,5 Stunden. Nur damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie kompliziert und wie umständlich man manche Geschichten angehen muss. Nein, doch. Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde, und herzlich willkommen bei NiceEye36 und zu einem weiteren Teil der PUCH 250 SGA mit vorläufig mal einer kleinen Zusammenfassung, was ich denn bisher gemacht habe. Als erstes ein neuer Lampenring. Das Glas ist das alte, aber von mir aufpoliert. Dann sind überall an jedem Stecker, genauso wie hier unten am Zündschloss, Aderenthülsen. Das hört sich für mich so blöd an. Aderenthülsen. Die Ader, die Adern. So habe ich es gelernt. Kann auch möglich sein, dass ich falsch liege. Ist egal. Aderenthülsen montiert. Ne? Soweit. Also
Entwarnung. Ja, dann sehen wir hier eine schwarz lackierte montierte Auspuffanlage, die Fußrasten, die hinteren Fußrasten, da müssen noch die Gummis drauf, soweit es halt geht. Und ja, diese Fußrasten, die hinteren, sind am Auspuff montiert. Ich kann es nicht ändern. Es ist so. Ja. Die Auspuffanlage sieht natürlich dem Alter geschuldet entsprechend aus, beziehungsweise der Pflege geschuldet entsprechend aus. Ich kann es leider nicht ändern. Ich würde es gerne ändern, aber naja. Dann habe ich das Bremsgestänge schon eingebaut. Da muss ich allerdings noch mal ran. Ich habe die Hoffnung gehabt, ich kriege die Feder, die Rückzugfeder eingehängt, wenn es eingebaut ist. Dem ist aber nicht so. Das heißt, wir müssen da, also ich muss da noch mal ran. Die Seitendeckel sind montiert, beide, rechts und links. Hier oben haben wir noch ein Loch. Zeige ich euch kurz. Mein Gott, mein Magen brummt schon wieder. Da haben wir ein Loch, da sollte normalerweise ein Schloss rein. Nämlich ein Schalter für die Batterieunterbrechung. Da gibt es aber keine Schlüssel, genauso wenig gibt es einen Schlüssel vom Lenkradschloss. Jo. Und auf der anderen Seite der Deckel, den zeige ich euch auch. Das würde dann so aussehen. Ja. Ja, aus der Not heraus. Weil ich kaufe nicht extra nochmal Lack, nur um diese beiden Seitendeckel zu montieren. Und ich denke, wenn da noch mehr Schwarz dazu kommt, ist das ein wirklich netter Kontrast. Ja, noch habe ich keine Rückmeldung vom Besitzer der Puch. Was wir denn jetzt tun werden, also werde ich Step by Step halt zusammenbauen, weil hinten sollte ich alles fertig machen können. Vielleicht in diesem Video. Und dann müssen vorne nochmal die Gabeln raus, beziehungsweise nicht diese Gabel, die ist in Ordnung, sondern diese Gabel. Wie man vielleicht unschwer erkennen kann, ist hier auf der Hebebühne Öl. Und die hat eine Undichtigkeit hier unten. Was ich mir jetzt im Augenblick nicht erklären kann, weil ich da alles sauber gemacht habe und auch die Dichtung gewechselt habe. Aber wie gesagt, dafür bin ich da, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber es ist einfach eine solche Substanz, die die Puch ja hatte, ja, wieder aufzuarbeiten. Das ist immer der Horror. Das weiß ich noch von früher. Früher war es ja noch entsprechend schlimmer, weil man viele Teile hat selbst anfertigen müssen. Also ich habe kaum, ganz, ganz wenig Teile angefertigt. Aber der Meister, also während meiner Lehrzeit als Fahrzeugaufbereiter und Restaurator, eigentlich mehr Restaurationen als Aufbereitungen, aber das macht ja nichts, ist halt so. Ich hätte jetzt gerne gewusst, ob ich diese beiden Kabel so einfach durchgeschoben bekomme. Das ist mal das Wichtige. Das fühlt sich gut an. Es geht locker durch bis jetzt. Das schwarze Kabel hätten wir schon mal. Und das gelbe Kabel ist auch da. Also ganz easy. Meine Freunde, ganz easy. So. Na, das ist doch mal. Das ist doch mal erfreulich. Das ist doch mal endlich nach langer, langer Zeit wieder ein Erfolgserlebnis. Ich habe ohne Probleme zwei Kabel durchgezogen. So, Probefitting. Eine Schraube im Mund. Oh wei. Was ist denn da? Da fehlt mir ja. Was weiß ich, 3 mm, 4 mm. Da verkratzt es mir ja den ganzen Lack.
Ja, Alter, was ist denn da los? Sieht denn das da aus? Da passt. Also ist nur diese... dieser Abstand zu groß. Da schauen wir mal, wie ich den zwischen den Schraubstock kriege. Da werde ich mit den Schuhen backen. Mit den gepolsterten Schuhen backen. Sollte gehen. Ich spreche so undeutlich, weil ich immer noch eine Schraube im Mund habe. Hosentasche. So, hier noch die Filzschuhenbacken mal rein. Schauen, ob es jetzt noch reicht. Da geht sich's aus. Ja, mit ein bisschen drücken wird's gehen. Schätze ich mal. Will es ja sowieso zusammendrücken. So. Und jetzt geht es wieder ans Objekt. Mal ohne euch. Ich schleife nicht jedes Mal die Kamera mit. Besser, aber noch nicht gut genug. Das liegt aber auch hier dran. Oh Mann, Mann, Mann. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? So, jetzt habe ich hier mit dem Kunststoffhammer mal die beiden Seiten ein kleines bisschen rausgedrückt. Jetzt komme ich hier dazwischen. Jetzt muss ich nur schauen. Das muss ziemlich weit rein. Das geht auch so. Jetzt die beiden Kabel. Na? Kommst du oder kommst du nicht? Wo hängt's denn? Einfach an der Gleichmäßigkeit des Ziehens. Kommt natürlich noch ein Schlumpfschlauch rein. Ja, was ist mit du? Das hat aber vorher besser geklappt. Meine Fräse. Das probiere ich gerade. Dass das gelbe Kabel da rauskommt. So. Wer sagt, dass das nicht geht? Das ist verdreht, das ist verdreht. Moment. Und dann muss ich das schon so reinbringen, dass es gerade ist. So. So. Jetzt ist es so, wie ich das gerne hätte. Wie wir das hier hinkriegen. Gut, das ist soweit in Ordnung. Ja. Das muss jetzt hoch. Da unten.
Mann. Tja, man muss. Es hilft nichts. Was soll ich denn tun? Wenn das Ding da nicht reingeht, wo es hin soll. Dann muss ich hier unten auch noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, definitiv. Eine Presspassung, so rum. So, passt. Wunderbar. Jetzt kriege ich es wohl rein. Jetzt muss ich nur die Kabel wieder hier durchstopfen. Irgendwo hänge ich. Boah, Alter, das Ding ist ja mehr verzogen wie alles andere. Wie war denn das vorher drin? Na gut, wenn es verzogen ist, dann ist es ja auf beiden gleich verzogen. Wie kriege ich das da drin jetzt auseinander? Oh Mann. Boah. Das ist echt nicht mehr feierlich, das Ding. So, eine Schraube drin. Jetzt können wir die 1, 2. Mal versuchen, ob wir die seitlichen Schrauben reinbekommen. So, die wäre drin. Dann haben wir eine Scheibe, einen Sprengring und eine Mutter. So, und jetzt ist wieder Gynäkologie angesagt. Ja, toll, was war das jetzt für eine? Das war der Sprengring. Wo ist der hin? So. Aber das geht so. Kann ich hier. Doch, ja, spreng. Nee, Moment. Falsch. Zuerst die Scheibe. Anders würde es ja keinen Sinn machen. Zuerst die Scheibe. Dann der Sprengring. Und dann die Mutter. Jawohl. Bis zum Anschlag. Ich meine, es soll ja Leute geben, die stehen drauf, aber ich nicht. Bis zum Ellenbogen. Dieses Teil hier kommt da drauf. Schauen wir mal, ob das ausreicht. Ja, ganz locker. Ganz locker geht das. Oder sind die Schrauben zu kurz? Ja. Da brauche ich etwas längere Schrauben. Ja, die da sind das. So.
könnte das Hinterrad, beziehungsweise ja, es wäre einfacher, das Hinterrad auszubauen, kann ich aber nicht, weil ich den Seitenständer, den Hauptständer wieder abmontiert habe. Und Hauptständer abmontiert deswegen, weil die Schraube komplett im Eimer ist. Das Gewinde ist komplett hinüber. Deswegen nichts funktionieren. So, jetzt muss ich erstmal wieder Schrauben und Scheiben sortieren. So, fertig montiert. Und ja, mit ausgebautem Hinterrad geht es um einiges leichter. Gut, the next one müsste ich jetzt rausfinden. Diesen verranzten Sattel, wie man den montiert. Auf der einen Seite hat es hier ein Gewinde, auf der anderen Seite hat es ein anderes Gewinde. Das heißt also, wo kommen diese beiden Federn hin? Puh. Wie war der jetzt montiert? War der so montiert? So weit hinten? Kann ich mir nicht vorstellen. Hier könnte ich mir vorstellen, aber besser ist es hier. So, das ist für den Rücksitz. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, warum die, was das für zwei Stangen hier vorne waren. Ja, gehen wir mal auf Schraubensuche, was wir da montieren. So, da, da. Fertig montiert, mal also jetzt so, dass es gehen sollte. Und das ist, da wird nicht gefahren, da wird geritten. Ja? Jetzt können wir natürlich noch die Federvorspannung einstellen. Ja, ja, ja. Ich sag's euch, das Ding zu fahren, ich bin ja schon eine 250 SG gefahren in der Firma, die ich wieder fit gemacht habe. Aber das Ding zu fahren, das ist fetzig. Das Einzige, was nachher jenseitsmäßig kacke ist, was man aber drauf haben muss, ist dieser Vollmetallbügel, der dann nachher hier hinkommt. Da klopft man sich hin und wieder mal den Rücken an, den muss ich aber noch aufarbeiten. Und ja, schaut euch das Gesamtbild an, schaut euch jetzt den Sitz und vor allen Dingen die Federn an. Na gut, da kommt nachher der Tank noch drüber. Das sieht man nicht so arg. Und dann sowas hier. Ja, also Geschmacksverirrung hoch 10. Wie wird denn das Ding jetzt da montiert? Das kommt jetzt dann irgendwie da hinten, glaube ich, hin. So, genau. Da ist da und da und da und dazwischen die Feder, genau. Dann können wir das hier auch mal eben kurz ins Auge fassen. Aber das ist wieder mal extrem. Eine Baustelle der Extremen mit den Schrauben, die ist viel zu lang. Ja, die ist zwei Finger breit fast, länger. Sieht man es? Jetzt habe ich da eine Hutmutter drauf gemacht. Mal sehen, ob ich mir da noch was einfallen lasse. Bock habe ich ja keinen bei der Maschine, aber ja, was soll's. Immer noch keine Rückmeldung vom Alois. Ja, wenn er sich nicht meldet, kriegt er eine Maschine, mit der er kein Pickerl bekommt. Mir ist das egal. So. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder Schrauben suchen. Für da. Ihr Lieben.
Es ist eine äußerst schlechte Idee, zu versuchen, den Rücksitz zu montieren. Also so zu montieren, weil man einfach da ist. Wie erkläre ich euch das jetzt? Wenn ihr mal hier schaut, da ist ein Langloch. Hier kommt nachher eine Schraube durch, dass der Sitz nicht zu weit nach oben kann. Wo seid ihr denn? Hallo, wo schaut ihr denn hin? Ha, hier spielt die Musik. Ja, so, hier ist ein Langloch drin und da kommt dann nachher eine Schraube durch das Langloch, damit der Sitz nicht zu weit nach oben und nicht zu weit nach unten kann. Hier unten ist eine Feder. Ja. Jetzt muss ich die Satteldecke ja mit dem Halter montieren. Und dazu muss man das Ding auseinanderschrauben, weil sonst geht es gar nicht. Den Träger. Ja, ich schraube es jetzt nicht nochmal auseinander. Und hier in der Mitte ist nochmal eine Schraube. Und die muss von unten geschraubt werden. Und wenn man jetzt hier schaut, da steht er an. Und hier und da habe ich einfach nicht genug Platz, um hier dazwischen zu kommen. Das heißt, der Halter muss wieder runter. Und das mache ich jetzt. Ja, und wenn man den dann runter hat, braucht man das Ding nur umdrehen. Und dann kann man da unten relativ gut an die Mutter, um die Mutter aufzusetzen, sagen wir es mal so. Jetzt wäre er komplett montiert. Da ist eine Feder drin, ich kann nicht so viel drücken. Die allerdings nichts aussagt und nichts bringt. Zumindest nicht bei diesem Sitz, weil vorher dieser Konus unten ansteht. Also da ist nichts so schön wie hier zum Schwingen. Und das Ding, das werde ich jetzt ändern, das lasse ich so nicht. Aber es ist immer noch die Problematik, Freunde. Ich glaube, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen. Alles, was ich hier tue und alles, was ich hier verschraube, jetzt neu, meine Hutmuttern, meine Schrauben, meine Flexscheiben und so weiter, zahle ich alles aus meiner Tasche, weil ich das ganz einfach so nicht sehen kann. Warte mal, die lassen wir mal drauf. Da kommt dann nachher die Hutmutter drüber. Und das werden wir jetzt irgendwie versuchen wegzukriegen. Wie macht man das? Puh. So. Um eine Mutter kürzer, kann auch was, einfach abgeflext, nicht lange rummachen, einfach Flex ansetzen, abflexen und fertig. Ja, so wäre sie also. Also wie gesagt, die Gabel muss raus, hinten werden wir zusammenbauen, fertig, die Tage. Sitz ist drauf, man kann schon drauf sitzen, man könnte schon fahren. Ne, könnte man nicht, Kette ist nicht aufgelegt. Ja. Ja, und ich könnte jetzt ganz kamot hier Griffe montieren, ich könnte ganz kamot Gasgriff montieren. Das ist ja dieser, der sich so bewegt. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ja. Da könnte man ordentlich mal Gas geben und so weiter, aber ich werde keinen Gaszug montieren mit einem gerissenen Lenker. Fertig, da kann er steigen, wie er will. Entweder es gibt einen neuen Lenker oder kein Pickup und auch keine fertige Maschine. Ah, peng peng tülü tü.